Ihr wollt wissen, was das für ein Kasten wird? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Musik ändern. Alles gut. Ja, was haben wir heute vor? Ich würde gerne die Batterien hier abschließen. Weil uns fehlt Kunststoff und uns fehlt Schwefel. Das ist jetzt nicht so ein Ding. Schwefel haben wir da hinten liegen, das ist einmal rüberbringen. Und gleich daneben liegt quasi unser Kunststoff. Da könnten wir halt auch ein Bändchen rüberbringen. Davon brauchen wir eine unbekannte Anzahl. 200. Müssen wir gucken, 270er Band. Wäre eigentlich ideal, aber sowas machen wir ja nicht. Ich wäre eigentlich das 270er Band. Moment. Da, die Taste. Nein, immer noch nicht. Die Taste. So, 270er war das hier, ne? Ja. Aber damit würden wir 180 zusammenkriegen. Das und dann irgendwie 40 davon wieder zurückleiten. Ja, das könnten wir auch machen. Weil 70 ist eine blöde Zahl. Also. Ja, wir machen wir lassen uns gleich irgendwas damit einfallen. Und, aber erstmal holen wir das Schwefel. Dafür setzen wir hier vorne. Wir machen am besten direkt schon mal zwei Löcher. Es ist ja auch vollkommen egal, wo was reingeht. Ja, wir machen hier eins und machen direkt eins dahinter. Und packen das hin. Ich habe gerade mal geschaut. Also mit diesem Safe Game und Lumen aktiviert und Cinematic Mode. Das wollen wir nicht. Das wollt ihr nicht, das will ich nicht. Es ist unfassbar ruckelig. So, wir könnten mal eben gucken. Okay, ich habe es schon in einem Screenshot gesehen. War es bei Reddit? War es bei Facebook? Ich glaube bei Facebook. Es gibt da so leichte Probleme. In gesetzten Sachen. Interessant ist, dass es hier vier Stücke sind, anstatt... Weil eigentlich ist das ein Stück von da nach da. Jeweils. Also, da wären zwei. Aber offensichtlich interessiert den Zug das auch nicht. Er fährt ja durch. Deswegen gehe ich da jetzt auch erstmal nicht ran. Sieht scheiße aus, aber lassen wir erstmal so. So, wir ruckeln uns einen zurecht und fahren hier runter. Willkommen zurück. Ja. Wir eben gucken, ob wir hier noch irgendwas kaufen können müssen. So. Moment, Moment. Zwölf Coupons, die nehmen wir doch mal. Haben wir eigentlich mittlerweile die 50 dadurch zusammen? Wow. Das ist... Hatte ich nicht hier Coupons reingeschmissen? Ich hatte doch irgendwo Coupons reingeschmissen. Okay, offensichtlich habe ich nirgends so Coupons reingeschmissen. Ich hätte schwören können, da wären noch... Wir hatten mal irgendwo 17. Weil, na, uns fehlt ja immer noch der Kollege. Ich habe ihn nicht vergessen, wie ihr seht. Aber mir wird es nicht leicht. Wände, Fundamente, macht keinen Sinn. Verwaltung. Hier irgendwas, was wir noch kaufen müssen? Nein. Bleibt die Frage, müssen wir noch irgendwas freischalten? Müssen wir auch nicht, ne? Haben wir schon Strom? Nein, die Sachen haben wir noch nicht. Wir brauchen ein... Mom. Also,
Hieran muss noch ein bisschen was getan werden. Katerium. Okay. Ob wir das erstmal alles abgeschlossen hatten? 25 von den Kollegen und 25. Habe ich gesagt? 25 und 50. 25 und 50. Wahrscheinlich müssen wir auch einmal zum Hub zurück für die Stromleitung. Aber das machen wir nicht jetzt. 25 und 50. Habe ich sowas hier? Bestimmt nicht. Okay, die hätte ich da. Aber keine Highspeed-Anschlüsse. Quatsch. Was machen? Muss ich so viel zusammenbasteln? Das heißt, das kann ich an der Werkbank machen. Turbodraht ist nicht das Problem. Kabel sind auch nicht das Problem. Turbodraht. So, das machen wir einmal. Und dann Kabel war, glaube ich, der vierte Container. Dieser hier ist Kabel. Nein. Dieser ist Kabel. Richtig. Machen wir alles rein und fertig. So, hier unten haben wir eine Werkbank. Nur mal eben. Okay, wir können zwei. Nicht genug Platz im Inventar. Natürlich nicht. Nee. Hallo? Okay. Hey, hey, hey. Also um 25 Stück zu machen, sollten wir theoretisch genug haben, aber uns fehlt es offensichtlich an Turbodraht. Ist auch kein Problem, haben wir da. Müssen wir halt nochmal darüber fliegen. Oh, was soll's. Ja. Mal gucken, ab welchem Zeitpunkt dieses Spiel hier in unserer Welt unspielbar wird. Im Moment bin ich mir ein bisschen unsicher. Weil es ruckelt schon sehr. Ja, ich habe zwar alles auf Ultra stehen, aber ich möchte es ja auch schön haben, ne? Also runterstellen ist jetzt keine Option. So, okay, es scheitert da dran. Das ist kein Ding. Drei Stück, dann nehmen wir jetzt nochmal. Wow! Ne, das ist es, was ich meine. Also das sind diese, ich vermute, das sind wieder die Übergänge. Zwischen den diesen Chunks, die jetzt geladen werden, die deutlich weniger geworden sind. Das war vorher tatsächlich besser, wie ich finde. Ja, der Chunk war immer riesig, der geladen wurde, aber jetzt ist er halt. Es ist nicht mehr ganz so wild. Jetzt wird weniger geladen, aber es muss halt ständig was geladen werden. Und irgendwie, das ist. Wäre schön, wenn es nicht dauerhaft entladen würde. So ein bisschen mehr antizipieren, was ich hier machen will. Forschung starten. So, jetzt haben wir die Priorität. Also hier ist wenigstens wieder alles abgeschlossen. Für das andere brauchen wir den Hub. Und den können wir natürlich hier nicht setzen, weil da können wir nur einen von. Das hatte ich übrigens auch ausprobiert, weil wenn ich keine Sachen konsumiere, dann habe ich die Hub-Teile noch über. Also wenn, ne, Build-Costs und so aus, bleiben bei einem Anfang die Hub-Teile über und wenn ich die Hub-Teile noch über habe, könnte ich ja theoretisch einen zweiten Hub bauen, aber das lassen sie nicht zu. Da waren sie zu clever. Okay, wir haben den Prioritätsschalter, jetzt fehlen aber noch die Masten. Macht ja nichts.
Gut, weiter. Wir wollten eigentlich hier unten hin. Jetzt wäre die Frage, wie mache ich es am sinnvollsten? Wir gehen hin. Also, das ist schon mal klar, dass beides aus der Richtung kommt. Das wiederum bedeutet, wir müssen dich... dahin packen, darunter. Und da du direkt daneben bist, müssen wir dich direkt daneben packen. Ich hoffe, ich habe das jetzt getroffen, ne? Ah, sieht aber gut aus. So, jetzt wäre die Frage, ziehe ich das bis hier hin? Ja, bis hier. Bitte. Sollte eigentlich reichen. Um da auch untergehen zu können. Ja. Hä? Das war nicht, was ich wollte. Hallo? Ja. Auf den, danke. Ich mache jetzt noch wieder ein bisschen flüssiger, auch schön. So, damit haben wir unsere beiden Teile schon mal gesetzt. Ich meine, der ist jetzt hier nicht so verkehrt, aber ich finde ihn nicht schön. Das heißt, wir gehen dorthin. Dorthin. Okay. Und da. Gut. Ich habe übrigens für dieses Safe Game natürlich die erweiterten Einstellungen aktiviert, aber mal abgesehen von hier Keep Everything, wenn ich sterbe, will ich alles behalten und nicht nach einer Kiste suchen müssen. Habe ich da nichts gemacht. Also alles aus. Okay, das ist sowieso egal. Und hier natürlich auch nicht. Ja, wegen hier Hashtag Transparenz und so. Alles so durchsichtig. Okay. Flachwitz haben wir erledigt. Gut. Warum habe ich das Gefühl, dass das schief ist? Scheinbar, weil ich blöd bin. So. Dahin. Drehe ich mich um und habe ein Band vergessen. Also, nein, habe ich nicht. Tatsächlich. Oh. Ich bin beeindruckt. Wir gehen jetzt bis hinten an die Wand. Bis hinten an die Wand. Drehen den Spaß um. Und gehen 1, 2 nach vorne. Dann nehmen wir uns den. Gehen bis dorthin. Drehen ihn 1, 2. Na, komm. Und gehen 1, 2 dahin. Oder? Dahin. Ja, jetzt muss ich tiefer. Da sieht doch gut aus, oder? Da ist so weit rein. Da ist super. Schön. So will ich das haben. Das machen wir, damit die jetzt beide gleich sind. Und dann ist gut. Jetzt ist die Frage. Das probieren wir jetzt erst aus, bevor wir hier weitermachen. Einmal an die Leiter rankommen. Die Leiter. An die Leiter ran. Sag mal. Wir fliegen runter. Gehen an die Leiter ran und klettern hoch. Und hoffen, dass wir durchkommen. Okay, das funktioniert. Dann kann ich das auch so lassen. Tatsächlich so lassen. Die Nummer 3. Auch das machen wir bewusst einmal genau dahin.
Und dahin. Hier raus scheint es ein bisschen besser zu sein. Werde ich gleich erstmal gucken, ob es schon ein Bug-Report jetzt darüber gibt, über die Gleise. Damit das auch entsprechend korrigiert wird. Oh, das ist natürlich jetzt schön hier. Hier könnte ich jetzt einfach hingehen. Sieht eigentlich aus. Kriege ich das? Oh, das kriege ich sogar. Gut, dann wissen wir schon mal, das hier ist unser Weg fürs Schwefel. Wie sieht das aus? Kriege ich das da? Nein, natürlich nicht. Oh, aber ist gar nicht so ein großes Stück, wie ich dachte. Das ist auch schon mal schön. Schwefel ist damit abgehakt. Das ist natürlich genau das andere, was ich gedacht habe. Das ist nämlich das hintere, also oben. Macht's aber nichts. Ist wirklich nicht schlimm. Jetzt haben wir hier das Ding. Wie machen wir das am sinnvollsten? Dann gehe ich jetzt einfach hin, schnappe mir eins von den Bändern. Da müssten 600 drauf sein. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder? Wie viele habe ich denn hier? Das ist vollkommen egal. Wie viel machst du? 60. Das wären hier genau meine 240 hier unten. Würde es sich lohnen, die schon zu nehmen? Hier kämen nämlich genau diese 240 raus. Das ist auch schön voll. Das auch. Wie sieht es auf eurer Seite aus? Hier läuft auch alles super. Hier ist das Problem, dass das Gummi ein bisschen hinterher hängt. Okay. Das ist Gummi voll. Das ist aber ein Problem, das sich mit der Zeit löst, oder? Ah, jetzt ist nämlich die und untätig, hier kommt ein bisschen mehr rein. Ich hoffe, das löst sich mit der Zeit. Okay, was ist denn mit euch los? Wir sind im Tarnmodus. Die haben Barcode drauf. Hier in der Kasse bezahlen gehen. Okay. Da sind 200 drin. Okay, ihr seid doch schon alle voll hier. Warum? Warum kommt hier nicht genug an? Ich meine, ich fütter hier zu. Und das scheint zu funktionieren. Wir planen mal eben ein bisschen um. Wir machen genau den. Das sieht jetzt richtig bescheuert aus, ne? Also. Setzen wir einen Fusionator. Dahin. Und lassen wir eben das Zeug da reinlaufen. So, damit müsste nämlich unser Problem hier vorne gelöst sein. Das läuft schön voll. Das läuft schon voll. Okay. Das heißt, wir können das untere Band, dieses hier, nehmen und mit dem arbeiten. Wir müssen dann von dem nur noch 40 abzweigen. Das heißt, wir packen einen 60er, machen. Aber wo machen wir das?
Unter Decke, machen wir das hier? Machen wir hier irgendwie eine Box hin oder so? Wir ziehen uns mal eben. Auf welchem müssen wir das machen? Auf der Höhe. Wow. Die Höhe. Da. Nein. Da. Da. So machen wir das. Hier hin. So, jetzt müsste ich überall drüber sein. Okay. Wir packen uns. Da. Nein, nicht zweimal untereinander. Ich. So. So. Kommen wir mit einer 3x3 aus? Ja, wahrscheinlich, ne? Obwohl, das geht schon. Wir müssen jetzt damit rauskommen. Das nehmen wir weg. So. Und dann können wir uns überlegen, wie wir das abstützen. Wie wir das schön machen. Oh, wir könnten überlegen, ob wir das dann mit, wie heißen sie, Metallträgern oder so von der Decke hängen lassen. Dann sieht das wirklich aus, als wäre das so dahin gehangen. Hätte auch was. Okay. Wir haben hier, ich würde sagen, wir setzen hier einen Eingang. Das hätte ich gerne als Betonwand. Eingang. Dementsprechend. Oh, das habe ich so gut hingekriegt, dass es sogar wirklich mit der Mitte passt. Sehr schön. Entweder mache ich hier einen Ausgang oder ich ziehe hier. Nein, ich mache hier den Ausgang. Genau. So, das heißt, wir haben da die 240, die reinkommen. Wir setzen uns. Hier. Moment. Die Mitte wäre das. So kommst du dahin. Falsch. Was ist denn? Was mache ich denn hier? Nochmal. Du kommst da rein. Könnte ich auch direkt hier vorne hinsetzen, das reicht doch auch. Also wie ihr merkt, da ist gerade ein ziemlicher Denkprozess, das kann hier dauern. So, da haben wir einen Splitter. Dann hätten wir hier einen viel zu weit entfernten Splitter, nee. Merger. Oder? Du merchst und gehst in die Richtung. Was merchst du denn alles? Das, was hier gesplittet wird. Das heißt, von da nach da geht ein 60er Band. Müssen uns das jetzt. Nein. Das war daneben. Bitte. Ups. Ich wünsche mir immer noch einfach einen Splitter, wo ich sagen kann. Das soll da reingehen, das soll da rauskommen. So, das geht da drauf. Jetzt habe ich den hier. Und das ist nicht schön. Also, gehen wir hin, ziehen den doch genau einen zur Seite. Oder macht es Sinn? Schauen wir mal. Also, Splitter. Splitter hier hin. Und den kümmern wir uns später. Du gehst mit einem 60er Band da wieder rein. Hier kommt ein 60er Band an. Wir müssen das hier
wegnehmen und in einen Merger packen. Die Richtung raus, das ist eine gute Idee. Dann können wir nämlich direkt davor noch eine zweite solche Wand setzen. Nee. Da kommen ja auch nur 40 raus. Das heißt, wir haben den und wir haben den. Gleichzeitig kommt der weg. Hier stehe ich jetzt hoffentlich mittig, genau. Da geht's. Alles rein, was wir da reinschmeißen wollen. Das geht da nicht lang, sondern das geht da lang. Und da geht das lang. Das heißt, es werden hier 60 runtergenommen. Hoffe ich. Also zumindest wird diese Band voll gemacht. Dann werden 40, werden da 20 weggenommen, da 20 weggenommen, da 20 wieder auf das gepackt. Und das geht dann direkt hier rüber. Der Kollege geht von da nach da, in die Richtung und geht direkt dort drauf. Damit hätten wir unseren Kunststoff da oben, der da ankommt. Jetzt wird dieses Band hier entfernt. Okay. Dort wird einer ungefähr diese Höhe gepackt. Machen wir es mal so. Dann sollte das da hineingehen. Du läufst schon mal durch. Das sieht gut aus. So. Und du wiederum gehst jetzt hier runter auf etwa diese Höhe in die Richtung und ziehst dich einmal hier quer. Das heißt, hier gehen die Reste lang. Jetzt die Frage, brauche ich hier noch? Das kann ich auch hier ruhig schneller machen, oder? Weil so sieht man es schön. Okay. Das werde ich noch irgendwie anbringen. Das heißt, da kommt ab und zu mal ein bisschen raus. Sehr schön. Oh, ruckel, ruckel, ruckel. Das ist ganz gut. Das auch einfach komplett da oben lang laufen lassen können, aber das ist ja alles recht, ne, an dem, was wir wirklich komplett brauchen. So, jetzt gucken wir mal, ob der Spaß schon läuft. Dann haben wir unser Ziel für heute fast erreicht, weil dann würde ich halt hingehen und die eben noch rausholen und da drüben reinpacken. Wie sieht's bei dir aus? Du hast Kunststoff. Du hast Kunststoff, noch nicht genug, aber es kommt. Du kriegst langsam Kunststoff. Und bei dir sieht es doch auch schon mal ganz gut aus. Du musst da irgendwie auf 200 kommen. Ja, gut. Es baut sich auf jeden Fall auf. Das gefällt mir. Gut. Dann Fusionatoren. Bitte, wie haben wir sie? Okay, das haben wir ziemlich nach da gesetzt. Also in die Richtung. Eins. Zwei. Drei.
Nee. So, wollen wir nicht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen... Ja, ist schön, dass sie das gemacht haben, aber... Das ist logischerweise auch ein bisschen unschöner. Du gehst... Wenn du hinten bleibst, gehst du lieber da lang. Du brauchst auch vier Sachen, ne? Ich habe die Kollegen viel zu nah daran gebaut. Da muss ich ein bisschen... Da muss ich tricksen. Aber auch da habe ich schon eine Idee. Warum habe ich das denn jetzt wieder weggerissen? Zack, zack. Und rüber da. Dann nehmen wir uns unseren Manifold. Wie war denn das nochmal? Ja. Der Pfeil mit der Ausrichtung zeigt auf mich, aber es geht genau in die andere. Das ist ja praktisch. So, ich setze das jetzt so hin. Mal, wie sehr ich es verkackt habe. Genau. Hey, kommst du hier rauf? Danke. Einmal weg. Zweimal weg. Oh, das ist so viel schöner, ne? Also das ist ehrlich gesagt gerade der Hauptgrund, warum ich den Spaß so lassen, also gerne hier weiter spielen möchte. Ist das jetzt besser? Ja, Gott sei Dank. Oh, du würdest sogar gehen. Sehr schön. Ich bin gleich echt aufs Speichern gespannt. Da rein. Und da rein. Das heißt, hier unten kommen unsere Batterien an. Das geht aber so ein bisschen schief hier. Macht nichts. Ist halt so. Jetzt muss ich mir nur überlegen. Eigentlich würde ich dann sagen, mache ich irgendwie 1, 2, 3. Damit haben wir schon mal unsere Stellen, wo wir anschließen können. Alles gut. Batterien gehen rein, Batterien gehen hier rüber, Batterien liegen davor, können aber noch nicht genommen werden, weil kein Strom. Ja, ich würde sagen, ich mache den Spaß hier ohne euch fertig, weil wir jetzt hier das Ding dran setzen. Wobei, das geht ja eigentlich schnell, ne? Komm. Das geht ja jetzt Gott sei Dank schnell. Wenn ich ihn sehe und weiß, was ich tue. Okay, vielleicht geht es doch nicht so schnell, wie ich das gerne hätte. So, Höhe haben wir. Einen weiter. Hier rüber. Höhe haben wir. Einen weiter.
Kann ich jetzt... Oh, ich kann ihn komplett... Das funktioniert nicht. Schade. Hätte ja klappen können. So, und jetzt nochmal hier rüber. Dahin, dahin. So, wir haben sie alle dran. Ich setze jetzt eben nur die Batterien rein. Mach dann den anderen Kram ohne euch, weil... Ja, so, ja, das anschließen kann ich, aber eben hier unten machen wir nur die dran. Dann können die da schon mal an. Und rein da und jetzt noch eben hier von oben. Tack, 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 tack. Das heißt, Batterien sind da für unsere Supercomputer. Beim nächsten Mal kümmern wir uns dann um... Worum kümmern wir uns denn? Ja, um Highspeed-Konnektoren und diese Electromagnetic Control Rods. Die Steuerstangen oder wie auch immer die heißen. Dann hätte ich das nämlich... Also hier hinten fertig, hier würden die Supercomputer gebaut und wir haben schon mal das erste Teil, was wir für die Endmontage von unserem Hauptteil brauchen. Es fehlen dann nur noch Computer. Aha. Wunderbar. Vielleicht kriegen wir das auch hin. Wir bauen die Sachen für die Highspeed-Konnektoren auf, für die Computer und für die elektromagnetischen Steuerstangen. Der heißt noch so, ne? Elektromagnetischer Steuerstab, so heißen sie. In der Zwischenzeit setze ich hier das Zeug noch dran und dann, ja. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen.